Das Pokalfinale 2019 in Berlin findet zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München statt. Die Bayern haben sich gegen den SV Werder Bremen im Halbfinale durchgesetzt. Die widrigen Umstände sind ihnen sicherlich geläufig. RB Leipzig siegte dann letztendlich doch souverän gegen den Hamburger SV. Schauen wir auf die Aufstellung der Leipziger. Da war es ja ein großes Pokern in den letzten Wochen, da es in der Bundesliga um nicht mehr viel gehen konnte. Ralf Rangnick etwas ausprobieren und so viel gab es dann an Überraschungen hier nicht zu sehen. Aber auf jeden Fall im 4-4-2 das vielleicht das Interessante. Bayern im 4-3-3, 4-2-3-1, das ist natürlich sehr variabel und dementsprechend schauen wir einfach auf den grünen Platz, was der Fußball uns hier zu bieten hat. Die bessere Anfangsphase gehörte hier den Leipzigern. Das ist Konrad Laimer, Timo Werner verlängert zu Paulsen, der steckt rüber zu Laimer und dann hatten wir auch den ersten Abschluss nach gut 10 gespielten Minuten. Der FC Bayern München erstmal in der Defensive aktiv. Manuel Neuer übrigens wieder dabei. Das vielleicht auch das Interessante. Konnte sich nach seiner Verletzung zurückmelden. Rechtzeitig für dieses Finale. Niklas Süle gewinnt hier den Zweikampf. Dennoch bleibt Leipzig im Ballbesitz. Timo Werner nochmal raus zu Diego Demme. Und der schießt dann auch drauf. Verdeckter Schuss, sodass Manuel Neuer einige Probleme hat, damit umzugehen. Der war dann genau auf den Mann platziert. Sieht etwas ungewöhnlich aus, diese Rettungsaktion. Es kommt aber darauf an, den Ball zu entschärfen. Eckstoß dann von der linken Seite. Marcel Halstenberg und dann Hummels, der es selber richtig gefährlich macht. Renato Sanchez kann es dann klären. Was für eine Möglichkeit zum Eigentor hier, zum 1:0 für Leipzig. Sehen wir hier nochmal, der hätte gepasst und hätte sich hinten reingesenkt. Nun auch die Bayern vor der Pause mal mit einem Offensivzeichen. Mats Hummels nach einer Ecke mit vorne geblieben und Joshua Kimmich, der den Ball zu Müller durchstecken kann. Der ist im 16er, von hinten drückt Demme und dann gibt es Strafstoß. Diskutable Entscheidung sicherlich, aber Demme stößt von hinten, drückt von hinten, läuft dann auch Thomas Müller in die Hacken rein und dann ist das eine vertretbare Entscheidung. Robert Lewandowski also gegen Peter Gulaschi. Und der Pole behält die Übersicht und schießt unten links ein. 45. Minute. Der erste Schuss aufs Tor in dieser Partie für die Münchner. Führt dann auch zur 1:0 Halbzeitführung. Peter Gulaschi entscheidet sich für die Mitte. Auf dem falschen Fuß dann erwischt. Da kommt er auf keinen Fall mehr hin. Nach 45 Minuten stand es dann auch 0:1, RB Leipzig tendenziell die bessere Mannschaft gewesen, aber belohnen konnten sie sich dafür nicht. Im zweiten Durchgang wollte Bayern dann mehr nach vorne machen, aber RB Leipzig Ballgewinn und dann schnell in die Spitze. Stark gemacht, guter One-Touch-Fußball. Forsberg, Werner, schön zu Marcel Halstenberg und der hämmert dann drauf und da fehlt da nicht viel mit seinem starken linken Fuß. Sehen wir hier in der Hintertorperspektive. Ganz haarscharf am Winkel vorbei. Dann kam Franck Ribéry rein für Serge Gnabry. Und die erste Aktion von Ribéry legt sich hier den Ball an Halstenberg vorbei. Die Flanke ist maßgenau. Und in der Mitte verschätzt sich Konaté gegen Thiago Alcantara. Und der Spanier hält einfach nur noch den Kopf hin. Geniale Flanke von Ribéry. Aber dass da zwei Leipziger am Ball vorbeispringen, darf natürlich niemals passieren. Gulaschi aus kurzer Distanz dann ohne Chance. Aber wir sehen es, Thiago muss nicht mal hochspringen und gewinnt trotzdem das Kopfballduell. Nun der FC Bayern München in der Defensive etwas spielerisch. Dann dieser Fehler von Hummels und Timo Werner lauert genau auf solche Aktion. Und dann kam auch eine richtig gute Chance bei rum. Süle konnte nicht mehr rechtzeitig ran, aber Hummels mit dem folgenschweren Fehler um ein Haar fast mit der Quittung. Der Eckstoß, dann Paulsen an die Latte und Timo Werner, jetzt hatte er seinen Treffer. 67. Minute, der Anschlusstreffer war erzielt. Paulsen am ersten Pfosten, setzt den Ball ans Aluminium und Timo Werner irrt dann da frei rum. Hummels kam nicht mehr rechtzeitig hinterher. Sie wollten gleich nachlegen über Marcel Sabitzer, der steckt zu Paulsen, nochmal rüber zu Halstenberg, der linke Verteidiger immer wieder mit nach vorne gekommen.
und auch immer wieder mit Abschlusssituationen. Schöner Schuss, aber Neuer kriegt rechtzeitig die Beine zusammen. Schon in der Schlussviertelstunde. Dann Willi Orban. Fehler zu Lewandowski. Einfach den Ball rübergespielt. Dann Franck Ribéry. Aber ihm war heute kein Treffer in der regulären Spielzeit vergönnt. Lewandowski lauert auf sowas. Gibt dann den Ball zu Ribéry. Und dann ist es Gulaschi, der hinter diesem Traum der Bayern einen Strich macht. Oder durch diesen Traum einen Strich macht. Schlussphase. Nochmal Leipzig. Dämme zu Emil Forsberg. Und 2:2. 90. Spielminute. Leipzig doch noch mit dem Ausgleich. Doch dann gab es Irritation. Emil Forsberg ärgerte sich, denn die Fahne ging hoch des Assistenten. Und wir sehen es hier, das ist haarscharf, aber wohl richtig. Der Videoassistent bestätigte. Und dann war diese Partie vorbei. Leipzig erzielt das 2:2, das wird nicht gegeben und der FC Bayern München stemmt nach 3 Jahren der Abstinenz den Pokal wieder in die Höhe. Ein schöner Abschied also für Franck Ribéry und Arjen Robben. Wie es dann mit Niko Kovac weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen.